bedeutet aber leider auch, dass die Nervosität von drei Mannsbildern hinter der Bühne jetzt gewaltig steigt. Aus dem bayerischen Wald, da sind sie her. Und sie kommen jetzt gleich zu uns. Das ist das Musikkabarett Ungeschminkt. Sie haben aus dem Landkreis Regen uns ganz viel Musik und Humor mitgebracht. Und wir freuen uns, dass sie das alles hier vorführen. Ich kann nur sagen, als wir sie kennengelernt haben, den Kari, den Sepp und den Kalli, da haben sie gekocht. Und diesem Thema bleiben sie irgendwie auch treu. Denn ihr neuer Song hier fürs Finale heißt Is Was. Hier sind Ungeschminkt. Der Sepp singt euch jetzt das Liedl, warum er so ausschaut, wie er ausschaut. Ich komm heim vom Musizieren um 3 Uhr in der Nacht und leg mich zu meinem Weiberlein ins Bett, wo so schön schlaft. Ich denk, wenn ich's jetzt wecken kann, ganz hart und mit Gefühl, dann kann das vielleicht noch verführen zu einem Liebesspiel. Dann fang ich an, mein Raspelwerk, bei mir da ist der Teufel los. Sie blinzelt mich mit einem Auge an und sagt verstört, ich muss. Wenn meine Frau sagt, ich muss, dann steh ich auf und ich muss, weil ich als braver Ehemann mein Weib nicht widerstehen kann. Mein Bauch wird langsam jetzt Monat wuchst der Ummerfund, ein Waschbrettbauch hätt ich noch dran, wär ich nicht so ein braver Mann. Ein Waschbrettbauch hätt ich noch dran, ich armer, armer Mann. Samstagabend und zu Haus, ich werde es genießen. Heut kümmert ich mich um meine Frau, wird meinen Charme versprießen. Wir sitzen uns vorm Fernseh hin, ich such ein schöner Liebesfilm gleich. Ui, drauf merke ich, oje, oje, den schlupft man ja schon wieder ein. Ich streichel zärtlich ihren Po, so groß ist er auch wieder nicht, und küss sie auf die Nase. Sie blinzelt mich verschlafen an und flüstert leis, ich muss. Wenn meine Frau sagt, ich muss, so ein braver Mann, ein Waschbrettbauch hätt
Ja, da schaut's. Ja. Hannes, du hast das letzte Mal gesagt, bei den Jungs, da merkt man einfach, die haben Spaß an dem, was machen und verbiegen sich nicht. Ist das immer noch so? Total. Also ihr seid wirklich im besten Sinne das, was ihr seid. Und ich fand, wenn ich nochmal ehrlich sein darf, ich fand heute auch das Lied tatsächlich lustiger als das letzte. Also ich fand, eine absolute Steigerung von Hannes. Nein, es geht nicht um Steigerung, das ist ja eine Geschmackssache, aber ich fand es lustiger, weil ich es auch super fand, dass du diesmal der Hauptsänger warst quasi. Also wieder jemand anderer, also das finde ich auch immer super. Ihr werdet sowieso weitermachen, ihr seid in Regen jetzt eh schon die Helden, ihr werdet alle Wirtshaussäle dort füllen. Ja, super. Das hoffen wir. Auch zu Recht. Und wie gesagt, der Wolfgang hat ja uns eigentlich schon mal eingeladen zum Schweinebratenessen, da wollte ich nur mal insistieren, ja, dass diese auch zustande kommt. Also wir würden gern kommen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ohne das Insistieren. Was? Ohne das Insistieren, weil so Schweinereien machen wir nicht. Ja, genau. Stell dich nicht blöder, als du bist. Konstanze, wie hat's dir gefallen? Ja, ich schließe mich an. Und ich muss dazu sagen, was ich immer sehr lustig finde, ich schaue ja, habe ich ja schon gesagt, gerne mal ins Publikum und alle waren wirklich so... Is was, dann easy was. Und das war ein sehr lustiges Bild, weil nur du hast gesungen und alle waren is was. Also das fand ich sehr schön, großartig. Erklärt auch so einiges, muss man ja sagen. Wolfgang, dein Urteil. Also, wie man sieht, wart ja ihr seit dem letzten Auftritt nicht zu Hause, oder? Habt ihr euch nicht umzogen, gell? Aber ich muss echt sagen, ich habe ja damals beim letzten Mal gesehen, wie du das Knödelbrot schneidest. Mit was für einer Hingabe. Genau. Bist du wahrscheinlich ein richtiger Bavarian Lover. Und deswegen kannst du dieses Liebeslied auch genauso hingebungsvoll vortragen. Wunderbar. Das wird sehr schwierig. Aber für uns alle, nicht bloß für uns, sondern wirklich auch für das Publikum. Gut, wir entscheiden letztendlich, oder? Aber, also, Kari, ja? Danke. Musikkabarett vom Feinsten aus dem Bayerischen Wald, ungeschminkt! Was? Großartig! Ja, voll,